Flankenball wäre eine gute Möglichkeit. Wallner, Omoregi. Und jetzt Cimic. Das sind seine Muss. Bökle. Omoregi! Dann war es bei Do, der den schön wegverteidigt. Reischl. Omoregi. Gelegenheit. Ich glaube nicht, dass er den so wollte, aber schon, dass man ihn vielleicht schon nächstes Jahr hochzieht, als nächsten Keeper heranzieht, ist ja auch ein offener. Dann wird man jemanden brauchen. Carlos Coronel, der kommt im Winter zurück von seiner Leihe aus New York. Fels finden werden. Er ist 16 Jahre alt. Und Roko Cimic ist durch, hat in der Mitte. Hätte. Omoregi, der weiterhin die Geschicke leitet. Kameri, Kameri. Kameri. Omoregi. Longline Pass auf Havel. Als A-Jugend nennt man das in Deutschland. Und als solche sind sie auch eine der dekoriertesten. Da haben wir Justin Omoregi. Pressing, Gegenpressing und Angriffsspiel. Und er hat, und das muss man dazu sagen, Omoregi und der schnelle Havel wird zuerst am Ball. Wolfsburger jetzt auch mit höherem Schahin auf Wallner. Omoregi etwas unkontrolliert, aber Böckle, wenn man so große Talente nachsagt. Das war jetzt eine. Wallner. Verteidigt über Omoregi, kann ein Konter gefahren werden. Omoregi und jetzt Platz. Matthew Meyer eingelaufen und etwas in der ersten Halbzeit nicht zufrieden gewesen. Und deshalb gleich zur Halbzeitmarke die Auswechslung. Da ist Omoregi, der sich durch, der wirklich da durchmacht. Und Omoregi, der heute wirklich überall ist. Er kämpft diesen Ball. Schöne Seitenverlagerung in Salzburg-Rüdig. Weggedrängt von Böckle, sodass Wallner Zeit hat mit der Ballverarbeitung. Und haben im Raumverständnis. Omoregi. Aus dem Fußgelenk. Auf! Das ist neben dem, wie man sich dem Land verbunden fühlt, natürlich auch immer ein Argument. Justin Omoregi spielt für Österreich. Wieder Omoregi. Jetzt hat man natürlich Raum. Der heute. Soll draußen gewesen sein. Beide Neuen nämlich. Tomljenovic und Owusu waren da im Zweikampf-Duell. Und da ist Owusu. Werden ob seiner physischen Attribute. Und Kopfball. Kann da noch ein Treffer rausspringen? Er kann! Auch durch seine Vier-Mann-Mauer, die er gestellt hat. Und ich war nicht falsch in dieser Annahme! Justin Omoregi! Mit Ansage haut er den links unten rein, etwas abgefälscht noch. Und so gleitet er dann über die Innenstange.